Sophia! Ja, hi! Hi, willkommen in Zürich! Dankeschön! Du bist extra für den Vegan Market nach Zürich gekommen. Ja, total, ja. Und ich freue mich total, bist du hier. Ja. Du hast dein Buch vorgestellt, Vegan Queens! Ja. An alle Königinnen und auch an alle Könige, bitte dieses Buch kaufen, ein wunderschönes Werk. Jetzt wollte ich dich fragen, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Was hat dieses Vegan Queens auf sich? Was steckt dahinter? Also dahinter steckt, dass ja die Gastronomie immer noch sehr stark männlich dominiert ist. Ich war viel unterwegs in den letzten Jahren auf Messen, auf Veranstaltungen, oder sehr oft eigentlich die einzige Frau auch gewesen unter vielen Köchen. Habe aber gleichzeitig festgestellt, dass in meinem persönlichen Networking-Umfeld sehr viele Frauen gerade im vegetarisch-veganen Bereich als Gründerinnen sich hervortun, Restaurants eröffnen, Cafés eröffnen, Erzeugerinnen werden. Und diesen Frauen widme ich quasi dieses Buch oder habe ich in meinem Buch mit eingeladen, um die auch sichtbar zu machen. Das ist mir ganz wichtig. Hammer, Hammer. Und du bist auch mit drin. Ah, wirklich? Stimmt, ich bin auch drin. Ja, das war ja total schön. Ja. Ah, weißt du gleich, wo es ist? Ja, das war ja total schön, weil ich habe dir ja geschrieben und wir haben uns kennengelernt. Ja. Und plötzlich hast du mir die Ehre erwiesen und mir auch so eine Krone aufgesetzt. Ja, genau. Ja. Das mit den Kronen ist ja einfach ein bisschen das Ding, weil viele Frauen sehr bescheiden sind in ihrem Unternehmertum und sagen, naja, ich mache halt so ein bisschen, ne? Ich gedacht, man muss die auch einfach mal ein bisschen krönen und da betonen. Das wäre mir auch sehr gutes Foto. Ja, da hast du mich extra nach Berlin eingeladen und ja. Ich durfte auch alle anderen Queens kennenlernen. Genau. Und abgesehen davon sind natürlich einfach sehr viele Rezepte in dem Buch. Also es ist auch ein ganz normales Kochbuch. Ganz normales, also ein sehr umfangreiches, populäres Kochbuch mit 10 Menüs. Und eben, das sind ja nicht einfach normale Rezepte, sondern du hast es geordnet in so Dinners. Ja. Ich habe da was beigesteuert beim White Dinner, aber es gibt auch ein Pizza-Dinner. Es gibt wirklich ganz tolle Dinners. Und wie ist es mit diesen Dinners? Warum Dinners? Ja, ich erzähle irgendwie einfach gerne Geschichten mit Essen. Ich möchte einfach unterhalten und deshalb denke ich mir immer diese Motto-Menüs aus. Und ich mache ja diese Dinnerabende jetzt schon seit 5, 6 Jahren und da hat sich einfach einiges angesammelt. Und ich habe sozusagen für dieses Buch die schönsten Menüs nochmal überarbeitet und damit reingenommen. Aber erzähl mir noch mehr, was hat es mit diesen Dinnern auf sich? Wieso bist du auf diese Dinner auch gekommen? Ja, das erfreut sich einfach großer Beliebtheit. Und ich finde es schön, weil ich halt momentan nicht jeden Tag im gleichen Restaurant stehe, sondern einfach die Möglichkeit habe, eben in andere Städte zu fahren, mit verschiedenen Köchinnen aneinander zu stehen und eben im Rahmen von diesem Buch jetzt auch noch über die nächsten Monate Dinnerabende veranstalte, wo ich mit all diesen tollen Frauen kochen darf. Und erzähl, wo warst du da schon? Ja, ich war schon in Wien, ich war in Dresden, in Berlin haben wir auch schon was gemacht, nächste Woche geht's nach Hamburg und zufällig, ja, ganz voll zufällig haben wir ja gestern Abend zusammen gekocht. Und das ist einfach, ich glaube, für die Gäste ein tolles Erlebnis, weil auch immer die Frauen auch erzählen, was sie ausmacht, was ihr Unternehmen ausmacht, auch so ein bisschen aus ihrem Alltag erzählen. Es einfach immer sehr opulentes Essen gibt, weil zwei Köchinnen sich da kreativ betätigen. Und für mich ist es auch total interessant, weil es einfach mit jedem anders ist. Ja, also vielen Dank für das tolle Interview mit dir. Dass ich die Ehre hatte, mit dir zu kochen, es war wirklich ganz toll. Und Sophias Buch Vegan Queens findet ihr in jedem guten Buchfachhandel. Und auch natürlich online, das habe ich auch schon verlinkt auf meinem Blog. Und wie unser Vegan Queens Dinner hier in Zürich war, das seht ihr gleich jetzt.